Dankeschön, dass du das Video angeschaut hast und bekommen hast. Also Leute, ich habe gute Nachrichten. Heute habe ich wirklich ganz viel Zeit mitgebracht. Wie ihr sehen könnt, funktioniert mein Kabelfernsehen nicht. Das heißt, dass ich heute nicht die brandneuen Folgen von der Kali sehen kann. Auf jeden Fall ist gerade ein Mitarbeiter von der Kabelfirma rot und versucht das Ganze zu reparieren, was auf jeden Fall noch eine Weile dauern wird. Yeah, excuse me, can I talk to you for a second? I'll be out in a minute. Oh, no problem. Yeah, give me one second. Yeah, I'll wait for you. Kommen wir mal gleich zur ersten Frage. Hey, ja, sag mal, was hast du eigentlich zum Geburtstag bekommen? Hey, was geht? Jan Rode, alles klar doch. Albert! Hey, was ist denn, was ist dein Geburtstagsgeschenk für mich? Siehst du diesen lieben Wagen, neuen Sportwagen? Naja, ich wusste ja schon immer, dass Jan Rode etwas wohlhabender war, aber ich dachte mir so, wow, ein brandneuer Sportwagen, das ist ja echt klasse. Albert, hier! Und die Kappe von deinem neuen Kugelschreiber, die ich dir schenke, hat genau die gleiche Farbe. Naja, Kugelschreiber ist ja auch nicht schlecht, oder? Oh, ich sag mal noch so schön, ein Geschenk, da schaut man nicht erstmal auf. Allerdings muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass das mein einziges Geburtstagsgeschenk war, was doch schon ein bisschen traurig ist. Aber hey, alles über Geburtstagsgeschenke erzählt euch in einer Folge von uns. Also kommen wir mal zügig zur nächsten Frage. Hey, ja, bist du eigentlich eifersüchtig? Also, ich kann mit vollem Bewusstsein von mir behaupten, dass ich kein bisschen eifersüchtig bin. Hey, was geht, kleiner Mann? Kann ich mal bitte deine Schwester sprechen? Das ist meine Freundin. Was? Die liegt mit einem anderen Typen im Bett? Okay, pass auf. Weißt du, was du jetzt machst? Du gehst jetzt in die Küche, holst ein Messer und stichst beiden ganz, ganz, ganz viel mal im Bauch. Okay, kannst du das für mich machen? Na gut, ja, okay, das war vielleicht ein bisschen eifersüchtig. Aber Leute, bevor ihr denkt, oh mein Gott, was ist er für ein Typ, beruhigt euch erstmal. Denn die ganze Geschichte hatte doch noch ein gutes Ende. Hast du gemacht? Okay, super, pass auf. Jetzt nimmst du beide Leichen, ziehst sie raus durchs Schlafzimmer und schmeißt sie bei euch hinten im Garten ins Swimmingpool. Was? Ihr habt gar kein Swimmingpool? Oh, tut mir leid, verwählt. Seht ihr Leute, ich hab mich verwählt. Meine Freundin, ist nichts passiert. Was? Also kommen wir mal gleich zur nächsten Frage. Hey, ja, warum verreist du in letzter Zeit so viel? Die Leute, die mir auf Facebook folgen, haben es vielleicht schon mitbekommen. Ich bin in letzter Zeit wirklich gut am Reisen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ich in einem Folge erzählt, dass Alkali abgesetzt wird? Und ich auf jeden Fall zu allen, wir wollen Alkali-Demonstrationen geben werden. Diese Demonstrationen sind auf jeden Fall in ganz Amerika verteilt. Und ich werde nicht ruhen, bevor Nickelodeon die Absetzung von Alkali zurückzieht. Gut, Leute, ich würde auch mal wieder sagen, es ist Zeit für einen heißen Stuhl. Gute zum Geburtstag! Danke. Hey, ja, wenn ich mit 16 eine Hautcreme benutze, die 20 Jahre jünger macht, bin ich dann tot? Ja. Hey, ja, seitdem ich deine Videos gucke, werde ich immer schwärzer. Hast du mich infiziert? Nee, du musst einfach nur duschen gehen. Hey, ja, in meiner Klasse bin ich der einzige PS3-Spieler. Der Rest sind Xboxer. Ehrenmassenmord? Hey, ja, ich habe heute Geburtstag. Wo ist mein Geschenk? Hey, Eike, siehst du diesen niegelnagelneuen Fernseher? Hey, ja, kennst du mich noch? Was geht? Ja, mal Leute, wie schafft der Typ das denn immer wieder hier reinzukommen? Hey, ja, liest du gerade meinen Kommentar? Hey, ja, bist du auch gegen Familie Bert in 3D? Die Witze müssen einfach flach bleiben. Versteh ich nicht. Hey, ja, ist es Rassismus, wenn man schwarze Wäsche vom Weißer trennt? Ja! Hey, ja, ich komme aus der Zukunft und sage dir, dass du dir im Jahre 2017 einen Xbox holen kannst. Wow, wow, PS3-Spieler, komm mal runter. Was ist das für ein Typ, der auf der Zukunft ist, klar? Hey, warte mal. Hey, klick auf den Abonnieren-Knopf drücken. Klick auf den... Klick. Hey, ja! Hey, ja! Albert! Ich muss auch wieder los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit, ne? Schreib mir eine Karte mit dem Kugelschreiber und viel Spaß an deinem Geburtstag. Ich muss los. Hau rein. Ein 6-jähriger Junge aus Ellerbeek erstach heute seine Schwester und ihren Freund. Als die Polizei ihn nach seinem Motiv fragte, antwortete der Junge nur mit bla 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 bla. Alter, die Jugend wird echt immer verrückt. Das gibt's gar nicht. Yeah, I'm down, definitely, man. Man, can I offer you something to drink? Maybe some water, some juice, or some milk or something? Oh, a glass of milk. Oh, you want some milk? Definitely. I got some fresh milk right here. Hey, no problem, man.